Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir befinden uns in Sanctuary. Offensichtlich auch mit vielen anderen Leuten zusammen, die mir mal wieder reinquatschen. Ich gehe mal ein paar Schritte weiter. Ja, Ada quatscht immer noch. Unglaublich. Hier kann man nicht mal in Ruhe anmoderieren. So, wir sind in Sanctuary. Das hat bestimmte Gründe. Aus Gründen. Wir sind hier aus Gründen. Nein, das hat Gründe. Genau genommen hat es einen Grund, denn ich möchte drei Sachen euch zeigen und erzählen, wovon ich euch eine Sache eben nur hier zeigen kann, weil das eine meiner Siedlungen ist und deswegen fangen wir damit auch direkt an. Und zwar, wenn ich jetzt hier in meiner Siedlung ins Werkstattmenü gehe, sehe ich, dass wir zu wenig Wasser haben und die Moral sinkt. Das ist natürlich auch schlecht. Jetzt muss ich erstmal gerade, lass mich mal ganz kurz, ich baue mal gerade irgendwo Wasser hin. Hier. Kommt, stellt euch hier Wasser hin. Einfach mal so, damit wir wieder Wasser haben. Darum ging es mir aber eigentlich nicht. Es ging mir um Folgendes, um das hier, Käfige. Und zwar habe ich gesehen, das ist ein neuer Bereich in meinem Werkstattmenü. Käfige. Und die hängen zusammen mit dem Wasteland Workshop, den ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe. Das hat sich automatisch runtergeladen, dieser DLC quasi. Und ich kann jetzt tatsächlich Käfige bauen. Kleine Käfige zum Beispiel. Und jetzt steht da oben Hundekäfig. Chance bei Versorgung mit Energie einen Hund zu fangen. Zum Freilassen der Kreatur Energiezufuhr unterbrechen. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich irgendwo diese Käfige hier aufstellen. Den vielleicht nicht gerade, aus irgendeinem Grund. Warum den nicht? Ich weiß es nicht. Die kann ich nicht bauen gerade. Da habe ich nicht genug Zeug für. Kleine Käfige. Was haben wir? Mutantenhund. Maulwurfsratten, Katzenkäfig. Ich könnte also eine Katze fangen, tatsächlich. Und Hundekäfig. Da kommt gerade ein Händler übrigens. Das ist cool. Ein Händler oder einer von meinen Versorgungsleuten. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ist auch egal. So, dann gibt es mittelgroße Käfige. Ah, so genau. So sehen die dann auch aus. Ein Gunnerkäfig. Ja, geil. Ein Gunner zu fangen. Free Caps, Guns and Ammos. Oder Ammo. Ja, cool. Also, die Gunner sind offenbar dumm genug, darauf reinzufallen. Nicht schlecht. Ja, jetzt kommt mir natürlich die Idee, ob wir haben in der letzten, nee, in der vorletzten Folge haben wir diese komische Bar da gefunden am Ende der Welt. Ob das auch eine besondere Art von Käfig war, um uns anzulocken, also um Idioten anzulocken. Und ich wäre natürlich drauf reingefallen. Ich wollte mir da ein Getränk holen. So, und dann gibt es auch große Käfige. Wobei ich davon auch gerade keinen bauen kann. Weswegen ich jetzt auch gar nicht weiß, wie groß die sind. Oder hier ist einfach nicht genug Platz. Hier ist einfach nicht genug Platz für einen großen Käfig. Naja, große Käfige für Brahmin, für Meyerlurks, für Rathirsch, für Ratskorpion und haltet euch fest, für Todeskrallen. Ich könnte also, wenn ich diesen Käfig irgendwo hinstelle, eine Todeskralle fangen. Ist das krass oder ist das krass? Das muss ich bei Gelegenheit unbedingt mal ausprobieren. Allerdings brauche ich dafür 4 Yaogwai-Fleisch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die irgendwo gelagert habe. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Yaogwai-Käfig. Also ich könnte auch erst, ich könnte einen Ratthirsch-Käfig vielleicht bauen, um einen Ratthirsch zu fangen. Den dann töten, um einen Yaogwai-Käfig zu fangen. Den Yaogwai töten, um das Fleisch zu haben für den Todeskrallenkäfig. Naja, auf jeden Fall müsste ich mal schauen, wie man das macht. Vor allem frage ich mich allerdings gerade, muss ich jetzt gerade mal schauen selber. Ja doch, die grüne Linie ist noch da, weil ich würde die Dinger ja. Warum soll ich so einen Käfig in meine eigene Siedlung bauen? Dann würde ich die ja anlocken. Eigentlich müsste ich die Teile doch außerhalb bauen können. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Wenn ich jetzt rausgehe. Nee, Bereich wurde verlassen. Das heißt, ich muss tatsächlich diese Käfige in meinen Siedlungen bauen. Das ist natürlich. Naja, wer sowas machen möchte. Naja, bei Gelegenheit können wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das war auf jeden Fall die eine Sache. Ach ja, genau, und dann hier. Arena. Und zwar, wenn man da oben mal liest, zugewiesene Siedler sind Arena-Kämpfern des roten Teams und gezähmten gefangenen Kreaturen gegenüber feindselig. Das ist die Arena-Plattform für das blaue Team. Entsprechend gibt es noch eine Arena-Plattform für das rote Team. Zugewiesene Siedler sind Arena-Kämpfern des blauen Teams und gezähmten gefangenen Kreaturen gegenüber feindselig. Das heißt, ich könnte sogar meine Leute gegeneinander kämpfen lassen, indem ich sie den verschiedenen Plattformen zuweise und auch gegen irgendwelche Kreaturen kämpfen lassen. Also das ist schon krass. Das ist schon martialisch hier. Das, naja.
Ich weiß nicht, ob ich das mal ausprobiere. Zum Scherz werde ich es bestimmt mal ausprobieren oder mit einem anderen Account, aber zu meinem jetzigen Charakter passt das ja nicht so wirklich. Ja, und dann gibt es hier noch den Beta-Wellen-Emitter. Und wenn wir da oben mal lesen, Kreaturen, die nach dem Einschalten aus ihrem Käfig freigelassen werden, sind dir und deinen Siedlern gegenüber nicht feindselig. Das heißt, damit können wir dann die Kreaturen tatsächlich auch zähmen. Theoretisch müsste es also klappen, wenn wir es schaffen, eine Todeskralle zu fangen und das Ding einzuschalten, die Todeskralle dann freizulassen, müssten wir die zähmen können. Was schon irgendwie krass ist. Und zu guter Letzt gibt es hier noch den Feierabend, die Feierabendsirene. Die allerdings so ein bisschen aussieht wie eine Ampel, wie ich finde. Und dazu steht oben, lässt nach dem Einschalten die Siedler in der Nähe entspannen. Also da können wir ein Signal geben, so Leute, Arbeit vorbei, macht Feierabend, chillt mal eine Runde. Ja, das sind so im Groben die neuen Möglichkeiten, die ich bisher entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob noch mehr dazu gehört. Wie gesagt, das ist der Wasteland Workshop. Und diese Arena-Geschichte finde ich schon interessant. Man könnte also hier tatsächlich, ich könnte ja hier so zwei Plattformen zum Beispiel, ziehe ich hier einen Zaun drumrum. Oder hier solche, hier die Dinger, dass man auch von oben schön runtergucken kann. Stellst du die außen rum, hast so eine Art Tribüne und dann stellst du die beiden Plattformen hin und los geht der Spaß. Schon krass, könnte man einiges mitmachen. Gut, jetzt die zweite Sache. Drei Sachen wollte ich euch zeigen, wie gesagt. Die anderen beiden könnte ich auch woanders zeigen, ist aber egal. Wir sind gerade hier. Erinnert ihr euch an den Augenbot aus der letzten Folge? Wir haben diesen Augenbot-Kasten gefunden und einen Augenbot losgeschickt, um einen Fusionskern zu finden. Da hat sich das Ding tatsächlich gemeldet. Und zwar, als ich nach Sanctuary gereist bin, habe ich die Meldung bekommen, berge einen Fusionskern aus Halluzigen-Ink. Das steht jetzt unter Sonstiges und da stand nämlich vorher, warte ab, bis der Augenbot seinen Scan beendet hat. Also quasi, bis der was gefunden hat. Ja, und tatsächlich habe ich das jetzt hier unter den sonstigen Aufgaben. Der Augenbot hat also tatsächlich was gefunden. Und irgendwo ist jetzt wieder eine Markierung dazu gekommen. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wo, welche der ganzen Markierungen das jetzt ist. Ich weiß nicht, das, nee, das ist, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es auf jeden Fall jetzt noch eine Markierung von einem Fusionskern, den ich mir irgendwo rausholen kann. Und es ist ein Ort, an dem wir bisher noch nicht waren, denn bisher kenne ich den noch nicht. Tja, aber auf jeden Fall finde Hinweise. Was ist das hier? Das Krankenhaus? Medford Memorial? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Markierung es ist. Wir haben so viele Markierungen. Aber wie gesagt, man kann tatsächlich diesen Augenbot losschicken, um Sachen für einen zu finden. Und jetzt weiß ich, dass es irgendwo einen Fusionskern gibt. Also wenn ich unbedingt einen brauchen würde, könnte ich jetzt natürlich auch einfach hier alle anderen Quests kurz deaktivieren und gucken, welche Markierung das ist auf der Karte. Aber mir ist es ja eigentlich egal, was ich als nächstes mache. Deswegen lasse ich die einfach mal alle aktiviert. Ja, das war die zweite Sache. Also der Augenbot tatsächlich sorgt für eine Quest unter Sonstiges, für eine Aufgabe. Und sucht Sachen für einen, was ich ziemlich cool finde. So, und zu guter Letzt, als ich nach Sanctuary gekommen bin, hat Piper mich angesprochen und hat gesagt, hey, Blue, hast du Zeit mit mir zu reden? Und dann dachte ich mir, egal was sie sagt, ihr wollt es bestimmt auch hören. Deswegen habe ich sie da so ein bisschen harsch abgewürgt und habe gesagt, jetzt nicht, aber wir quatschen später. Und deshalb würde ich sagen, quatschen wir jetzt noch schnell mit Piper, die gerade Wasser in die Gegend pumpt. Warum auch immer. Aber jetzt hätte ich Zeit zu reden und würde ihr gerne zuhören. Also bitte, Piper, sprich mit mir. Ich will nicht an die Pumpe, ich will an Piper. Ich will an Piper ran. Piper. Ah, mach ruhig weiter so. Wir brauchen noch mehr Wasser. Na, schade. So, Piper. Hey. Wohin? Piper. Und hast du mittlerweile eine Minute Zeit für mich gefunden? Aber sicher doch. Was gibt's? Ja, aber nichts Schlimmes. Es ist nur, was du wegen Ned gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Die Familie ist zu kostbar. Was ist das für ein Leben für sie, wenn ich sie einfach nie wiedersehe? Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Ned und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Okay. Ich glaube, sie sagt was Süßes jetzt. Also hat sie eigentlich gerade schon.
Gehen dir die Leute wirklich aus dem Weg? Ja, gut. Ich meine, ich habe nicht mit der Zeitung angefangen, um mir Freunde zu machen. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach falsch liefen. Als Ned und ich nach Diamond City kamen, lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Infrastruktur. Vor ein Loch in der Außenmauer hat man einfach ein Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal! Mehr nicht! Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Es hört sich an, als würde es jetzt besser laufen. Für die Stadt? Ja. Für mich? Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper, der Freundin und Vertrauten, zu Piper, der neugierigen Schnifflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Das ist lange her. So behandeln die Leute dich doch sicher nicht mehr. Möchte man meinen, aber es ist sogar schlimmer geworden. Klar, ich habe ein paar Freunde in der Stadt wiedergewonnen, aber jetzt habe ich sogar einen Ruf außerhalb. Deshalb ist es ein Glück, dass ich jemanden wie dich habe. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke für eine Freundschaft, auf die ich zählen kann. Oh, ist das süß. Ja, das Umwerben lasse ich natürlich jetzt lieber, weil das sieht schon so aus, als würde ich das nicht schaffen. Ja, total süß. Ich hatte schon ein bisschen Angst, wenn sie sagt, ja, das, was du wegen Ned gesagt hast, ich weiß, jetzt wird sie gleich wieder ungeduldig und sagt wieder, wir reden doch miteinander. Aber trotzdem, als sie gesagt hat, ja, ne, wegen Ned und so weiter, das ist ja scheiße, wenn ich sie nie sehe, so ungefähr. Jetzt hatte ich schon Angst, dass sie sagt, ich will nicht mehr mit dir mitgehen, ich gehe zurück nach Hause und kümmere mich um meine kleine Schwester. Das hätte natürlich auch sein können, das wäre eigentlich sogar logisch. Oder ja, nicht wirklich. Also, ne, sie lebt ja auch hier gerne jetzt so mit auf diese Art und Weise mit mir. Ich bin liebenswert, seien wir mal ehrlich. Ich habe doch nichts Falsches gesagt, oder? Auf jeden Fall ein schöner Dialog und ich bin froh, dass ich ihn mit euch zusammen, also dass ich ihn aufgenommen habe und ihr ihn auch anhören konntet. Mir geht es genauso. Es gibt niemanden, den ich lieber als Rückendeckung hätte. Und ich bin für dich da, solange du willst. Jetzt komm, brechen wir auf. Süß! Komm, brechen wir auf. Das wäre jetzt genau der richtige Anschluss gewesen zu sagen, okay, komm, lass uns zurückreisen und weitermachen. Jetzt geht mir hier ein Fenster auf. Und zwar, durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Piper hast du den Skill Redegewandtheit erhalten. Aha. Redegewandtheit, da schauen wir doch direkt mal nach. Also, genauso wie wir mit Cotsworth die höchste Vertrauensstufe erreicht haben, haben wir die jetzt auch mit Piper erreicht. Und da schauen wir doch mal, was das für uns bedeutet. Redegewandtheit in Klammern Piper. Plus 100% EP-Bonus für Sprachherausforderungen und das Entdecken neuer Orte. Oh, für das Entdecken neuer Orte? Ja, geil. Lass mal ein paar neue Orte entdecken gehen. Da bin ich ja froh, dass ich einen Großteil der Karte noch gar nicht aufgedeckt habe. Ich hätte Piper früher abholen sollen. Die Orte sind mir alle jetzt entgangen, die ich schon entdeckt hatte. Mist, ich hätte schneller nach Diamond City gehen sollen. Aber das wusste ich auch vorher schon. Das war jetzt nichts Neues. So, zuletzt waren wir beim Boston Bürgermeister Unterschlupf, bei dem Bunker, den wir allerdings nicht betreten können, weil wir dafür einen Schlüssel brauchen. Aber da wollen wir jetzt wieder hin und unsere Erkundung fortsetzen. Also, bis gleich. So, da sind wir. Da ist ein Brahmin. Hier ist der Bunker. Wie gesagt, den können wir nicht betreten. Der hat eine verschlossene Tür und wir brauchen einen Schlüssel dafür. Also gehe ich mal davon aus... Oh nein, kommt hier ein Sturm? Nein, kein schlechtes Wetter. Ich gehe mal davon aus, dass uns da noch irgendeine Quest hinführen wird. So, ansonsten waren wir hier unten gerade in der Anlage. Die Powerrüstung, die da unten in den Hallen stand, habe ich mittlerweile schon weggebracht. Ah, fieses Wetter. Fieses Wetter. Habe ich nach Sanctuary gebracht. Zusammen mit allem anderen Kram, den ich so dabei hatte. Ja, und dann können wir jetzt hier weitermachen. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Zum einen über das Wetter. Und zum anderen, wenn ich auf den Timer schaue. Denn
Mir war nicht klar, dass ich gerade tatsächlich schon eine Viertelstunde verplempert habe, einfach nur damit in Sanctuary zu stehen und zu quatschen, was mir mal wieder sehr leid tut, weil das ist natürlich wieder ein bisschen langweilig für euch. Aber ich wollte euch die Sachen zeigen. One Way! Komischer Name für eine Straße. Nein, natürlich nicht. Eine Einbahnstraße. Ah, oh, Moment mal, Blähfliege. Ich muss doch eine finden für das Science Center. Blähfliege. Was haben wir hier? Greater Mass Blood Clinic. Okay. Na, wo ist sie hin? Nein! Wo ist denn jetzt die blöde... Willst du mich verarschen? Jetzt ist die blöde Blähfliege hier verschwunden. Oh, da liegt jemand. Na, eine Plündererin. Plündererin. Plünderin? Plünderne Frau. Eine tote Frau. Die mal geplündert hat. Hier, Blähfliege. Blähfliegen, Mist. Ich soll einen Stachel finden, glaube ich, oder? Ich glaube, wir gehen einfach mal tatsächlich jetzt schnell hier rein. Einfach auch wegen des Wetters. Expertentür, ja super. Hintereingang. Versuchen wir mal unser Glück. Nein, wir haben kein Glück. Ich habe schon wieder... Warum habe ich schon wieder 91 Haarklammern? Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich versuche, was zu knacken, habe ich 91 Haarklammern. Das egal, wie viel ich vorher abgebrochen habe. So. Ach so, so wirklich... Ja, geil. So wirklich drinnen... Alter! So wirklich drinnen ist das hier auch nicht. Ekelviech! Ekelviech! Die hasse ich ja hier. Ich glaube, war nicht eins von denen sogar das allererste Viech, was mich getötet hat. Mal auf meinen Abenteuern hier, auf meinen Reisen. Oh, Moment, hat der hier... Der hat Schlüssel hier liegen. Schlüssel der Blutklinik. Also, eine Blutklinik hier. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das der Schlüssel zu der Tür gewesen? Weil dann bringt der mir natürlich nicht mehr viel. So, was haben wir denn hier? Wo hat das Vieh denn hier gesessen? An dem... Fliegst du in die Luft oder was los? Jetzt tust du auf jeden Fall nichts mehr. Oh, verbranntes Grognack. Das ist ja doof. So, natürlich erwischt mich hier die beschissene Strahlung immer noch. Noch ein verbrannter Comic. Mann. Oh, ein Teddybär. Das war aber keine Kinderklinik hier, oder? Nee, es geht um eine Blutklinik. Irgendwas mit Blut auf jeden Fall. Oh, da liegt jemand. Ein toter Soldat. Ja, und von hier die Seite. Geht, da sitzt wieder eins. Die Seite hier ist tatsächlich offen, das heißt, so wirklich geschützt vor dem Wetter bin ich jetzt nicht. Das ist natürlich minder gut. Ich hatte mir das anders vorgestellt. So, ein Stimpak, noch ein Stimpak und aufbereitetes Wasser. Und hier haben wir Röntgenbilder. So, was stimmt hier nicht? Ich weiß es gar nicht. Könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich bin ja kein Arzt. So, OP-Tablett. Hier haben wir Buff-Out im Schrank stehen. Und mal wieder, in 200 Jahren ist hier keiner auf die Idee gekommen, eine Klinik zu plündern. Was ist hier los? Einfach so. Lächtige. Piper! Verdirb mir doch nicht den ganzen Spaß. Eine Drüse. Aber die Drüse sollte ich auch nicht finden, ne? Ich sollte einen Stachel, glaube ich, finden. Hör auf, dich zu bewegen. Typ. Ich mag sowas nicht. Was ist das hier? Achso, das sind einfach nur Bechergläser, die aus irgendeinem Grund leicht lila schimmern. Und du bist... Oh, eine Knochenfräse. Oh, nett. Ja. Schön. Was? Piper? Piper? Wo ist die Frau schon wieder? Aber das Wetter hat sich gebessert. Das ist ja schon mal was. Da oben ist sie. Und das Vieh hier kommt, wenn ich gerade hier stehe. Sind die denn nur hin? Was für eine Verschwendung. Herrlich. Ich gucke nach ihr und mir fliegt direkt mal eine tote Blähfliege vor die Nase. Das war euer letzter Fehler. Ach Gott, noch mehr. Noch mehr Viecher. Ekelig. Ist das jetzt gerade hier unten abgehauen, das blöde Stechvieh? Mann, stirb halt. Boah, ich bin voll am Verbluten hier gerade. Ja, okay. Piper ist jetzt auch da unten, also von daher wird schon passen. Bist du noch immer da? So, war hier jetzt noch ein Viech? Aber hier lag doch gerade noch eins, oder? War hier nicht noch eins, was ich nicht... Da. So.
Okay, also der Sturm ist schon mal wieder vorbei. Das ist ja schon mal was. Gut, dann kann ich auch hier erstmal gucken, mich umschauen. Guck mal, hier liegt zum Beispiel einer unter der Treppe. So, hatte ich dich, ja, schon gelootet. Och Mann, alles ist hier verbrannt. Ist ja doof. Das ist ja dämlich. Noch ein Plünderer. Die Plünderer scheinen aber alle... Oh, da unten liegt noch ein Schlüssel. Guck mal da. Auf dem Tisch liegt noch ein Schlüssel. Die Plünderer scheinen alle irgendwie nicht so wirklich Glück zu haben. Also die meisten Plünderer, die ich treffe, sind tot. Und die anderen, die ich treffe, sterben kurz darauf. Weil ich glaube, die Plünderer sind tatsächlich auch welche, die einen angreifen. Die sind im Prinzip so wie Raider, nur nicht so organisiert und weniger in Gruppen unterwegs, glaube ich. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich weiß es nicht. Aber in den häufigsten Fällen finde ich die Plünderer bereits tot vor. Oder sie greifen mich an und ja, das ist halt auch dumm. Hier ist auch eine offene Tür. Okay. Oh, hier liegt einer. Mit einem Revolvergewehr. Impro-Revolvergewehr. Okay. Oh, diese komischen Pilze hier immer. Nee, ich will das Wasser nicht trinken. Ganz, ganz ehrlich. Hier liegt auch noch einer. Noch ein Plünderer. Die haben einfach mal echt kein Glück, die Leute. Tut mir ja leid, ihr seid schlecht in dem Job. Ist einfach so. So, hier wird alles eingesackt. Das Ding ist besser erhalten. Redaway, sehr gut. Ja, komm. Komm, ich brauche eigentlich gar nicht so genau gucken, was das alles ist, immer im Einzelnen. Irgendwann später kriege ich es dann mit, wenn ich es in meiner Siedlung in die entsprechenden Kisten verteile. So. Achso, das ist der Raum mit dem Affen hier hinten. Aha. Da ist nämlich noch was drin. Jetzt habe ich mir selbst die Tür vor der Nase zugemacht quasi. Ich denke mal, hier würde was liegen. Aber das ist nichts. So, dann... Moment, das hier ist der Vordereingang. Hier liegt auch noch einer. Noch ein Plünderer. Meine Güte, die Leute haben es echt nicht drauf. Aber das waren doch nicht bloß jetzt hier die... Die blöden Käfer, oder? Die haben sich komplett, so eine ganze Gruppe Plünderer hat sich komplett von so ein paar Käfern auseinandernehmen lassen, oder was? Das ist aber... Naja. Einmal mit Profis arbeiten. Ah, ich falle. Ich falle runter. Okay, komme ich da... Kann ich hier springen an der Stelle, oder bringt mir das nichts? Ah, doch, funktioniert. Ich dachte, ich knalle jetzt gegen die Decke und falle mit Kopfschmerzen runter. Alles Aktenordner hier, die man aber leider nicht lesen kann. So ein paar Fallakten würde ich ja schon gerne lesen hier. War hier nicht gerade noch was da? Verbrannte Magazine mal wieder. Gut, für die habe ich tatsächlich noch gar keine Verwendung gefunden, glaube ich. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wofür man die benutzt. Ob man da irgendwas rausziehen kann. Keine Sorge, ich habe die Tür in der Ecke schon gesehen. Was? Was? Wo kommst du wieder her? Ekelviech. Ekelfies. Viech. Ekelfieses Viech. Mann. Kam das von da oben oder? Nee. Vielleicht war es auch das, was zwischenzeitlich mal runtergefallen war. So, hier haben wir noch ein Sofa. U-Bahn-Marken und schon wieder ein Schlüssel. Schlüssel der Blattklinik. Wie viele von den Schlüsseln gibt es denn? So groß ist die Klinik doch gar nicht. Hat hier jeder einen Schlüssel gehabt? Jeder Mitarbeiter quasi. So, hier haben wir noch eine Haarbürste. Ordner, Klemmbrett.
Und ein Wecker. Ganz wichtig. So, die verschlossene Tür in der Ecke. Wie gesagt, weiß ich, habe ich auf dem Schirm. Das Viech hier hatten wir schon. Eklig. Geh weg. Jetzt muss ich wahrscheinlich für die für das Science Center da eine ganz bestimmte Blähfliege finden, wie es aussieht. Ist das hier der Keller? Ja, oder so ähnlich. Gucke ich mir gleich an. Moment, lag hier... Achso, das war das wahrscheinlich. Ich dachte, hier hätte was anderes gelegen noch. Okay. Verbrannte Magazine wieder, jede Menge. Als wäre das hier das Wartezimmer. Na, was war das denn gerade? Hier war doch gerade... Irgendwas war hier doch gerade. Achso, der Schreibtisch. Na, okay. So, hier geht es auf jeden Fall noch nach oben. Auf sehr unauffällige Weise. Ah ja, hier liegt jemand. Kronkorkenvorrat, sehr schön. Und, surprise, surprise, ein Plünderer. Ein toter Plünderer. Aber zumindest der scheint sich hier oben, oder sie scheint sich hier oben auch häuslich eingerichtet zu haben. Also haben die das hier vielleicht sogar als Unterschlupf benutzt. Und ich dachte gerade schon wieder, ich hätte was gehört. Ich denke mal, ich würde in der Ferne irgendwie Schüsse hören und noch ein toter Plünderer. Ja, das war aber eine große Gruppe, muss ich jetzt mal sagen. Kampfgewehr. Schrotpatronen. Ah ja, okay. So sehen die aus, wenn sie nicht im Inventar sind. Ja, eine große Gruppe Plünderer, die sich aber allesamt haben von ein paar Käfern umbringen lassen, wie es aussieht. Es sei denn natürlich, es war irgendjemand anderes, vielleicht Raider oder so. Aber die Raider hätten ja wahrscheinlich die Sachen mitgenommen. Oder? Vor allem das Jet. Das wüsstest du wohl gerne, Piper. Das wüsstest du wohl gerne. So, war das alles? Ich glaube schon. Okay. Gut, dann hatten wir hier unten die verschlossene Tür. Laborzugangsterminal. Verbessertes. Okay, die kann ich auch gar nicht so aufmachen. Die muss ich per Terminal öffnen. Dann schauen wir mal, ob wir das geknackt kriegen. Behind. Treffer 0. Ja, super. Das ist er. Okay, Falcon. Auch 0 Treffer. Super. Ich freue mich. Beaten. Geht nicht. Wegen dem BE schon alleine. Police. Geht wegen dem I nicht. Attack. Ginge. Ginge auch. Ein Treffer. Und ich habe nur noch einen Versuch. Das ist natürlich doof jetzt. So, hier haben wir ein B am Anfang. Das kann es nicht sein. Raided. Hat ein D am Ende. Kann es nicht sein. Helmed. Helmet, Helmet, Helm. Ein Helm hat ein E an zweiter Stelle. Das D am Ende. Lass mal gucken. Das würde passen. Jetzt muss ich mal gucken, ob die anderen beiden Wörter noch passen würden. Nee, mit dem D am Ende passt das nicht. Nee, ich glaube, es kann nur noch das hier sein. Ja. Ja, richtig. Glück gehabt. So, mach hoch die Tür. Die Tor, mach weit.
und zeig mir, was es hier drin gibt. Oh, einen großen roten Knopf. Juhu! Und ein bisschen Hirnpilz, aber kein Viech, wie es aussieht. Sehr gut. So, mach mal zu hier. Ah, okay. Hier waren die Blutkonserven drin, scheinbar. Blutpakete. Psycho, nochmal zwei Blutpakete. Sehr schön. Tja, schade, dass ich kein Vampir bin. Dann würde sich das noch mehr lohnen. Oh, Schlüssel. Ah, okay. Der Safe kann mit dem Schlüssel geöffnet werden. Das ist doch schon mal was. Analyselabor-Terminal entsperren. Und wir haben hier eine Zeitschrift. Das Massachusetts Chirurgenblatt Nummer 8. Ja. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Ja, perfekt. Finde ich super. Finde ich das gut oder finde ich das gut? Das finde ich sehr gut. Und ich sehe, dass unsere Zeit schon fast am Ende ist. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal ganz kurz oberflächlich hier umschauen. Und soweit hier alles mitnehmen. So und so. Zack und zack. Da in der Ecke ist noch was, was ich haben möchte. So. Laborstation. Ich gucke rein. Sie ist leer. Okay, dann haben wir hier jetzt noch den Safe und das Terminal. Ach ja, komm. Automatikpistole, Patronen, Patronen, Silbermedaillon, Vorkriegsgeld. Und dann schauen wir noch schnell an das Terminal. Ob wir das denn auch noch schnell geöffnet kriegen. Was nehmen wir für ein nettes Wort? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Chaos nehmen wir. Da unten. Treffer 0. Super. Super Quote. Ankle. Ja, nein, ein Treffer. Das kann es nicht sein, wegen dem S am Ende. Das kann es nicht sein, wegen dem R und dem E. Offer. Mit dem E kann es nicht passen. Das E an vorletzter Stelle wieder kann nicht passen. Das könnte es sein. Das ist es nicht und hat einen Treffer. Und ich habe wieder nur einen Versuch übrig. S am Ende geht nicht. Lass mich schauen. Das könnte es sein. Das wiederum nicht. Jetzt bin ich vorsichtig gerade. Sehr. Mist, das könnte es auch sein. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich zwei zur Auswahl. Also ich kann es nicht sicher sagen, welches es ist. Das war falsch. Ach, das war sowieso eins. Ach, verdammt, ich bin ja doof. Das war sowieso eins, was ich schon ausprobiert hatte, glaube ich. Ja, das war dumm. Dann lassen wir das Terminal, da es jetzt sowieso gerade gesperrt ist, lassen wir das Terminal für die nächste Folge. Ich schaue mich vielleicht noch ein bisschen weiter hier um. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wo ist Piper eigentlich? Piper, du bist alt geworden in der kurzen Zeit. Nee, keine Ahnung, wo die schon wieder rumhängt. Ich werde sie finden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und sage tschüss, macht's gut und bis dann.